Moin, ihr Klabautermänner. So, heute habe ich mal was ganz Neues. Und zwar ist mit dem heutigen Patch, beziehungsweise mit dem heutigen Update, das Infanterie, das Infanterie-Gedöns, oder wie es hier im Original heißt, die mechanisierte Infanterie ins Spiel gekommen. Und da habe ich so mitbekommen, dass der ein oder andere nicht genau weiß, wie das jetzt so funktioniert und was es damit auf sich hat. Und ich werde das in diesem Video eben so ein bisschen aufschlüsseln und zeigen, erklären, damit jeder eben Bescheid weiß, wie es funktioniert. Vorweg, das habe ich jetzt gerade offen, ich muss mal kurz lesen, richtig. Das ist jetzt tatsächlich noch nicht ganz endgültig, es ist jetzt eine 7-tägige Testphase. Ne? Also das Feature ist jetzt voll drin im Spiel, aber wird jetzt wirklich beobachtet. Es kann auch Feedback abgegeben werden. Dafür einfach mal in die News gucken von Armored Warfare auf der Homepage, da steht alles genau drinne. Und nach den 7 Tagen wird dann entschieden, ob das dann so bleibt, abgeändert wird oder vielleicht sogar erstmal wieder deaktiviert wird, um es von Grund auf zu verbessern, wie auch immer. Also ab heute quasi 7 Tage Test für den ganzen Kram. So, des Weiteren. Das funktioniert mit allen Fahrzeugen, die einen Truppenraum haben. Und da lese ich die Liste jetzt einmal vor. Ich denke mal, ich werde die auch nachträglich noch mit einblenden. Muss ich gleich mal gucken. Alle BMP- und BMD-Modelle, einschließlich der polnischen und chinesischen Pendants, der BWP 2000, der BMP 3M Dragoon 125, der OT 64, Cobra, da steht hinter, jawohl, das ist der Buff, auf den alle gewartet haben. Ich habe das Ding noch nie gefahren, keine Ahnung. BWP Sakal oder Schakal, ich weiß nicht, wie man es spricht. ZBL 08, beide Rosomax. Der FV 510 Warrior, das war der 7er, ne? Ja, genau. Dann der M2A3 Bradley, das ist der, den wir hier jetzt auch gerade sehen. Weiter geht's, Marder 2. C13 TUA, das war der Franzose, glaube ich. Dann der T15 Armata. M113 ACAV. Griffin 50mm und die beiden Merkavas 9er und 10er, aber nur mit Mörsereinheiten. Das ist jetzt so die Liste mit den Fahrzeugen, wo das jetzt funktioniert. So, jetzt kann ich das hier eigentlich dicht machen. Ich brauche Übersicht. Ja, so geht das besser. Folgendermaßen, wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, in diesem Fall der Bradley. Man sieht auch hinten die Tür. Da sitzen die Jungs drin und die wollen raus. Und jetzt gibt es im Moment 3 verschiedene Einheiten. Um die durchzuschalten, muss man hier hingehen. Ne? Vor den, Consumables. Und draufklicken. Und dann kriegt man die Auflistung, was eben möglich ist. Standardmäßig ist es bei diesem hier das Fahrzeug markieren. Ne? Womit man eben ein feindliches Fahrzeug für 20 Sekunden oder so aufschalten kann. Wo es dann alle sehen. Das fällt dann natürlich weg. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so oft benutzt man das gar nicht. Irgendwie, naja. So, und dann haben wir als erstes hier oben Deploy AT Squad, also Anti-Tank. Das sind die Jungs mit den Raketenwerfern. Nee, wie heißen die Dinger nochmal hier? Was man sich auf die Schulter legt. Hier, Panzerfaust. Panzerfausttruppen sind das. Als zweites könnte man einen Sniper raushauen. Und als drittes ein Mortar. Wie heißt das Ding hier? Mörser. Genau, Mortar Squad, Mörser Squad, wie auch immer man das nennen mag. Und jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich werde es am besten gleich direkt eben alle 3 verschiedenen auf dem Testcenter vorführen. Das wird wohl am besten funktionieren, denke ich mal. Auf jeden Fall, die Jungs hier schießen mit Panzerabwehrwaffen, Panzerfaust. Der Sniper hat eine sehr hohe Sichtweite und ist gut getarnt. Das heißt, den kann man hinlegen, um irgendwo was zu spotten. Der guckt dann schön für dich. Das ist eine ganz feine Sache. Und er nimmt feindliche Truppen, also andere Artillerien, die irgendwo hingesetzt wurden, unter Beschuss, killt die auch. Auch sehr schön. Und wenn er gerade keine kleinen Menschen zum Abschießen hat, dann schießt er bei gespotteten Panzern auf die ganzen
wie nennt man es, die Sichtmechaniken, ne? Hier, ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Hier, da wo die Jungs rausgucken aus dem Panzer. Oh, ich habe mich wieder nicht vorbereitet. Ah, ihr wisst doch, was ich meine. Also der zerschießt den Panzer in die Optiken. Ich glaube, das war das Wort, was ich gerade nicht gekriegt habe. Und macht die somit quasi blind oder eben blinder als sonst. Ja, der Mörser ist genau das, was er tut. Der stellt einen Mörser auf, nimmt gespottete Ziele unter Beschuss und ja, das ist das, was er tut. Den kann man auch irgendwo hinter einen Felsen stellen und der ballert dann immer fröhlich rein, da wo gerade ein Feind aufgegangen ist und hilft mit. Jo, also nochmal, damit es keiner vergisst, hier draufklicken und auswählen, was man mithaben will. Ich nehme jetzt als erstes immer einmal das Ding mit. Ja, da brauche ich jetzt ja auch noch gar keinen Schnitt machen. Ich gehe jetzt mal einmal direkt ins Testgebiet. Und die anderen beiden schneide ich dann gleich hinten dran. Irgendwie so. Wird schon passen. Komm, mach hin hier. Laden, laden, laden. Das ging auch schon mal schneller, ne? Ach, wir haben ja Zeit. Inzwischen einen Schluck trinken hier, ne? Prost. Bäh, lecker. Pfui. Ach, ist nun natürlich auch ein bisschen doof, ne? Ich spotte ja selber gerade. Obwohl, nee, das wird ja nur für den Sniper interessant. So, auf jeden Fall, ich fahre jetzt mal ein Stückchen ran hier. Das muss reichen. Jetzt haben wir eins. Ich hole mal den Cursor raus. Hier, ihr seht das, da steht E. Und das ist auch genau die Taste, die wir dafür benutzen. Damit lassen wir die Jungs und Mädels raus. Ich zoome mal ein bisschen rein, raus und da kommt er an. Oder er? Hui, das 4 Stück? Tatsache. Das ist ja mal was. Guckt's euch an hier. Und die kann man dann einfach stehen lassen. Und wie ihr seht, nehmen die hier gerade den Merkava MK3 Barak aufs Korn. Man sieht, viel Durchschlag haben sie natürlich nicht. Das juckt den nicht mal, ne? Und wenn man genug davon hat, sofern sie nicht getötet wurden, dann rennt doch nicht weg. Drückt man wieder auf E. Jo, und schon hat man sie wieder hinten im Kofferraum und kann sie woanders absetzen. Wenn die getötet werden, egal welche Einheit das jetzt ist, dann sind die weg für die Runde. Es sei denn, man spielt Globs, da kriegt man sie, so wie ich das verstanden habe, beim Respawn, wenn man gestorben ist, komplett wieder zurück. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Ich mach mal hier einen Stellungswechsel. Ich will mal gucken, ob die sich hier irgendwo ein bisschen selber Deckung suchen. Okay, hier lassen wir sie jetzt mal raus hinterm Hügel und dann gucken wir mal, was passiert. Die können natürlich von feindlichen Fahrzeugen abgeschossen werden. Am leichtesten mit HE. Ja, du musst auch schießen, Kerli. Oh, was schön. Minor Damage. Ja, das ist eigentlich schon mal das Grundlegende, ne? Mit Taste E lässt man sie raus und wenn man in der Nähe steht mit Taste E, sammelt man sie auch wieder ein. Und dann machen die das, was sie tun sollen und schießen. Sollen sich angeblich auch selber Deckung suchen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die KI da jetzt fortgeschritten ist. Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist das erstmal das Grundlegende. Gut, dann lade ich jetzt noch eben die anderen Sachen in den Panzer und dann zeige ich euch gleich den Rest. So, weiter im Programm. Ja, hier haben wir dann jetzt den Sniper an Bord. Ich werde jetzt mal eben Folgendes machen. Ja, ich spotte die ja alle selber. Ist irgendwie ein bisschen doof gerade, ne? Aber wir kriegen das hin. Abwarten. Ich fahre jetzt einmal hier hinten um die Ecke. Passe ich da durch? Jawohl. So. Und ich schmeiß die Jungs jetzt einfach mal hier irgendwo raus. Ich glaube, hier hinten ist gut. Moment, ein bisschen vor. Hier gilt dasselbe wie vorhin. Ne? Taste E, Sniper Drop, da steht's auch. Da ist er und legt sich direkt in den Busch. Das ist eine Sniperin, wie es aussieht, oder?
Mal gucken, von vorne gucken. Ja, die nimmt hier Stellung ein, hinterm Busch. Ja, da ist eine Frau. Cool. Und die macht jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinten weg. So. Mal im Schaum. Ja, hier sieht man es jetzt. Die hält jetzt da hinten die Fahrzeuge gespottet. Ist selber recht gut getarnt. Schießt auf andere Truppen. Das geht natürlich hier jetzt nicht, weil eben nur ich ja hier bin. Würde aber eben, sobald man sie sieht, die feindlichen Truppen angreifen. Und soll eigentlich, das passiert im Moment jetzt glaube ich auch gerade nicht, ich denke, in-game wird das passieren, das können wir auch gleich mal ausprobieren in der Runde, eben die Optiken kaputt schießen von den Fahrzeugen. Das ist so das Prinzip. Ne? Also ich kann hier ruhig nebeln, kann ich nicht, dauert noch. Ja, dann nicht. Und da sieht man auch den Pfeil, wo die gute Frau liegt. Kann ich da irgendwie drüber fahren? Hehehe, ne, die hat den Braten gerochen. Also man kann seine eigenen Truppen auch nicht überfahren. Ne? Man sieht, die will nicht. Und man kann sie auch, glaube ich, selber nicht abschießen. Hier, wie man sieht, nicht zu töten. Ja, und wenn man sie wieder mithaben will, in die Nähe fahren und E drücken. Und schon ist sie weg. Jetzt haben wir sie wieder hinten drinne. So, dann kommt jetzt gleich die Mörserabteilung. So, da ist er wieder. Ja, jetzt habe ich die Mörserjungs dabei. Und dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir fahren mal da hinten hin. Wo wir so ein bisschen Hügel haben. Yay. Hier, das ist ein guter Hügel. So. Schön mit Deckung. Ne? Wieder dasselbe. Hier. E, deploy Mortar Squad, also eben die Mörser-Jungs auspacken. Ich drücke auf E. Und da ist er. Ach so, ist nur einer im Moment. So, und wie man sieht. Fängt er schon an, irgendeinen zu beschießen. Ich muss jetzt selber gucken, wen. Ah, auf den BMP-3M geht er drauf. Da, ja. Dann gucken wir da mal genau hin. Kick. Das ist zwar nicht sehr viel Schaden, aber es reicht. Das ist eine gute Unterstützung. Also da kann man echt nicht motzen. Und wenn der gleich kaputt ist, so, hat er einen Kill gemacht, dann schießt er auf... Moment, worauf schießt er jetzt? Ah, da vorne auf den Type 99. Ja. Wir fahren da mal eben hin und gucken uns das mal vom Nahen an. Und wie man sieht, hat er den jetzt ins Visier genommen... Da hinten sieht man ihn abschießen und immer schön hier treffen. Natürlich, wenn man in Bewegung bleibt, hat er natürlich auch Schwierigkeiten einzutreffen. Also da wird auch viel daneben gehen. Aber das ist eine tolle Sache, um zu unterstützen und auch Caps abzusichern etc. Also ich denke mal, das könnte richtig Spaß machen. Und ich würde sagen, den Johnny nehmen wir auch gleich mit ins Gameplay und dann gucken wir mal. Bums, das war's. So, ja, geht dann gleich weiter. So, hier nehme ich euch jetzt einfach mal live mit in eine Runde. Das mache ich ja sonst eigentlich nicht, dann nehme ich mal Replays. Aber ich will jetzt ja auch nicht die ganze Runde zeigen, sondern einfach nur dieses Feature ausprobieren. Und dafür fahren wir erstmal eben irgendwo hin, wo wir nicht sofort zerschossen werden. Ich wollte eigentlich Globs machen, aber sind auch nicht genug Leute da. Ich habe gerade keine Runde bekommen und deswegen sind wir jetzt mal in einer normalen Zufallsschlacht. Ist ja auch nur für die Wissenschaft. Kommt mir sehr hell vor, die Map. Ist da irgendwas mit der Beleuchtung nicht in Ordnung? Eigenartig. Da ich diese Maps alle nicht sehr gut kenne, weil ich fast nie das normale PvP spiele, muss ich jetzt mal ein bisschen improvisieren. Ich würde am liebsten irgendwie hier in so einer Deckung die gleich absetzen. Hm. Wir warten erstmal eben, wann oder wo jemand gespottet wird. Ne, ich setze den jetzt mal hier ab. Theoretisch. Ah, da ist er. So, und jetzt kann der Kollege machen, was er will. Wir schauen mal eben. Sobald was gespottet wird, müsste er anfangen zu schießen. Ja. Keep your eyes open. Open fire. Ja, irgendwie ist er gerade ein bisschen verbuggt. Ne, jetzt schießt er wieder. Aber wie gesagt, es ist ja auch noch Testphase im Moment.
Ich habe keine Ahnung, worauf er schießt. Aber er trifft. Fump. Hehe. Gut, jetzt nehmen wir nochmal wieder mit. Roger that. Returning to the vehicle. Und gehen mal eben irgendwo hin, wo man vielleicht besser was sieht. Da kommen sie schon von hinten rum. Aha. Dann schlage ich mal vor, gehen wir jetzt hier eben hin, hinter den Stein. Und lassen ihn hier raus. Da schießt er schon auf jemanden. Jetzt schießt er in die Richtung. Ups, da pinkt mein Handy. Ich weiß gerade nicht, wo er hinschießt. Mir kommt das gerade irgendwie vor, als wenn die Grafik runtergestellt worden wäre. Hm? Ah, irgendwo da hinten schießt er hin. Wir gucken mal, ob wir da was sehen können. Kann sein, dass ich gleich tot bin. Es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Huch. Und da bin ich gleich kaputt. Ja, das war's dann jetzt auch. Und tot ist er. Ja, sollte dafür reichen. Jetzt zeige ich gleich als nächstes den Sniper. So, die nächste Runde. Diesmal sitze ich im Marder 2. Weil der Bradley noch im Kampf ist von gerade eben. Ne? Der ist ja kaputt gegangen. Und ich habe mir jetzt den Sniper eingepackt. Ja, hier sieht die Karte wieder besser aus mit der Lichtstimmung. Naja, wird schon passen. Und ich werde so ungefähr nochmal dasselbe machen, nur werde ich mir diesmal eben irgendwie eine Position suchen, wo wir den Jungen rauslassen können, ja, wo er auch was entdeckt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie man das am schlausten anstellt. Aber ich denke mal irgendwie so ein bisschen erhöht oder sowas, das wäre ja ganz cool. Und dann beobachten wir mal, was der macht. Das hier ist ziemlich weit weg, ne? Ja, nee, da muss ein bisschen dichter ran. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß das doch auch nicht. Oh, hier, das wäre doch schön. Hier so ein Busch. Nee, gefällt mir auch nicht. Ich will den irgendwo haben, wo das cool ist, Mann. Wenn wir durch die Pfütze fahren. Da hinten ist schon was. Hier packen wir ihn hin. Das ist doch der perfekte Busch für so einen Kollegen. Sniper ready. So, da ist sie. Nee, da liegst du zu tief. Komm wieder rein. Hier. Sniper ready. In welche Richtung guckst du denn? Mädel! Kannst du dich mal umdrehen? Das sieht schon besser aus. Ob die da was sieht? Nee, das ist so nix. Wir fahren woanders hin. Muss ja auch mal alles probiert werden. Oh, da hinten geht schon weiter. Moment, dann lege ich sie jetzt doch nochmal hier raus. Sniper deploying. Na, was macht sie nun? Ich bleib jetzt einfach mal eben hier hinten. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich was tut. Ich pack sie nochmal woanders hin. Ja, das ist ja albern. Aber liegt jetzt auch daran, ich bin, was diese Maps angeht, ziemlich unerfahren. Ich weiß nicht, wo man da hin muss. Hier ist doch auch schön. Sniper deploying.
So, wo geht sie jetzt hin? Echt jetzt? Komm, husch, husch. Und geh irgendwo hin, wo du was tauchst. Da ist gut. Aber sie tut nix. Und von da hinten kommen schon die Feinde. Wir haben noch ein bisschen mit probieren müssen, aber die grundlegende Funktion, denke ich mal, sollte ja klar sein. Jetzt muss ich mich ja auch noch wehren. Ja, das war es dann wohl. Nicht mit mir, Kollege. Doch mit mir. Gut, dann kommt jetzt gleich noch die Raketentruppe. So, weiter geht's im Programm. Diesmal sitze ich im Rosumak M1 Vataha und hab die Jungs mit den Panzerfäusten dabei. Und da werde ich jetzt mal hier, denke ich mal, erstmal in eine andere Richtung fahren. Genau. Komm, lassen wir den auch durch. Wir sind ja höflich. Und dann schauen wir mal eben, wie das funktioniert. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie hinsetze. Weil ich nicht weiß, was für eine Reichweite die haben oder ob die unendlich weit schießen können. Oh, guck mal, ich werde die auf jeden Fall irgendwo da in Richtung Feind stellen und dann beobachten wir das einfach mal. Upsi. Da oben? Nee, das ist mir noch zu weit weg. Wir wollen ja... Ups, ach, hier ist ja Gock. Aua, aua. Oh, das ist ja nochmal gut gegangen. Schauen wir mal. Da taucht schon was auf. Dann werde ich die jetzt mal... Ach, er hat seine Jungs ja auch schon hingestellt. Das wollte ich doch machen. Warum tut der so? Ja, sind gerade alle am Probieren, denke ich mal, ne? Wir machen mal Folgendes. Wir stellen die jetzt hier hinten hin und warten einfach ab, ob jemand Böses kommt. Ich drücke auf E. Squad reporting. Da verteilen sich die Jungs und ich stelle mich hier einfach in den Busch. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, ich müsste die ja jetzt... Genau, da stehen die Jungs. Wir sind natürlich sehr weit weg. Das war, glaube ich, gar keine so gute Idee. Das war eine scheiß Idee. So, nochmal E gedrückt, die Jungs wieder eingepackt. Wir fahren woanders hin. Ja, wenn man die Maps nicht kennt, ist man schon ein bisschen doof dran, ne? Ah, irgendwo hier vorne gleich mal im Hinstellen. Ja, ich denke mal, hier oben könnte vielleicht ganz interessant sein. Ja, da kommen wir der Sache doch schon näher. So, da sind die Jungs. Die verteilen sich hier jetzt alle. Und ich fahre erstmal wieder in Deckung. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Da stehen die Jungs und warten. Vielleicht muss ich auch für die spotten. Oder die stehen zu weit hinten. Ich packe sie nochmal wieder ein. Und hier weiter vorne wieder aus. Ich würde mal sagen, hier. Copy that. Returning. So, Jungs, raus hier. So, jetzt gucken wir nochmal. Hey Jungs, ihr müsst schon ein bisschen über den Hügel gucken hier. Komm, husch, husch. Copy that. Returning. Keine Chance. Ich stelle sie jetzt hier hin. So, da stehen die Jungs jetzt. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob die gleich jemand ins Ziel nehmen.
Bis jetzt nicht wirklich, ne? Jetzt kommt es darauf an, wie dicht die Leute ran sein müssen. Kann ich im Moment überhaupt noch nicht abschätzen. Kann wahrscheinlich keiner im Moment. Ich habe so das Gefühl, da wird auch nicht mehr viel passieren. Hm. Ah, jetzt geht's los. Ja, siehst du. Und schon wieder weg. Wo haben die denn ganz hingeschossen? Da war ja irgendwo da ganz hinten. Interessant. Ja, im Moment sind wieder alle da oben bei der blöden Burg. Das mache ich jetzt aber nicht mit. Soll ja nur ein kleiner Überblick sein eben. Ich denke mal, es ist klar, was passiert. Ne? Wenn eben Feinde gespottet sind in der Nähe, dann schießen sie ja drauf. Wir haben es ja auch auf dem Testcenter gesehen. Und das sollte dann erstmal jetzt im Reichen. Ich schalte dann hier so weit ab. Und dann gucken wir mal. Ja, dann sind wir soweit durch. Ich fasse nochmal kurz zusammen eben. Es gibt jetzt diese drei Einheiten. Die kann man in jedem Fahrzeug mitnehmen, was eben diesen Kampfraum hat. Beim Merkava 9er und 10er, das ist der M4. MK4M oder wie er hieß er noch. Ihr wisst ja, was ich meine. Da kann man nur die Mörser-Einheit mitnehmen. Ja, das Ganze eben läuft jetzt 7 Tage als Test und dann wird entschieden, wie es damit weitergeht. Ja. Und denkt auch auf jeden Fall dran, reicht ruhig euer Feedback ein, weil man hat ja gerade auch gesehen, das funktioniert teilweise auch noch ein bisschen merkwürdig, dass das auch wirklich verbessert wird. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ja, das war's dann erstmal. Ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal.